Hallöchen und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Die meisten von euch werden ja schon mitgekriegt haben, dass derzeit irgendwas nicht so ganz stimmt bzw. nicht so läuft, wie es laufen sollte. Denn es gibt an sich relativ wenig Videos, Total War Warhammer setzt aus und an sich habe ich auch schon hier und da ein bisschen angekündigt, dass was nicht so ganz stimmt mit dem System. Und ja, das Problem ist bis jetzt leider nicht so wirklich behoben. Ich kann mal ganz kurz erklären, was das Problem ist und wieso deshalb jetzt die letzten Tage und vielleicht auch die nächsten Tage keine Total War Warhammer Folgen kommen und eventuell auch keine Crusader Extreme Folgen. Und zwar, bei Total War Warhammer habe ich ja schon mal kurz erklärt, dass ich Bluescreens hatte. Insgesamt 3 Stück an der Zahl. Einen hat mir auch eine ganze Aufnahme geschrottet. Und diese Bluescreens, das ist die gute Nachricht, die sind jetzt weg. Dafür habe ich aber was viel, viel nervigeres, penetranteres bekommen. Und zwar Freezes, System-Freeze. Und die sind unregelmäßig und treten so im Zeitraum von 1 bis, sagen wir mal, 5 Stunden auf. Einfach mal so irgendwann in diesem Zeitraum. Und nicht nur das, oftmals freest es auch, wenn ich den PC neu starte. Ich habe jetzt alles Mögliche gecheckt. Ich kann jetzt einfach mal für Leute, die es interessiert, einfach mal CPU-Z starten und mal zeigen, was für eine Systemaufstellung ich habe. Mal eben ganz kurz durchgehen. Im Grunde, was habe ich bis jetzt schon alles gemacht? Die Frage ist eher, was habe ich bis jetzt noch nicht gemacht? Die letzten Tage waren irgendwie so ein kleines bisschen die Hölle. Also, ich habe alle Treiber aktualisiert. Also alle Treiber, die überhaupt nur zu aktualisieren gehen. Ich habe das BIOS auf den neuesten Stand gebracht. Ich habe die Lüfter überprüft, ob alles richtig funktioniert und alles richtig angeschlossen. Ich habe im Grunde den gesamten PC auseinandergebaut, alles einzeln gereinigt und wieder zusammengebaut. Und ja, auf Viren und Malware habe ich ebenfalls alles überprüft. Da kamen ein paar Sachen, ich habe alles entfernt, aber die Freezes sind immer noch da. Ich habe die Energieoptionen geändert, weil das soll auch Freezes verursachen, dass ich so den Energiesparmodus verändert habe, dass es mehr auf Leistung geht. Hat auch nichts geholfen. Ich habe CPU, Grafikkarten und RAM-Auslastungen überprüft mit diversen Programmen, die ihr hier auch sehen könnt, unter anderem. Ebenfalls kein Effekt. Und mein Hals macht gerade wieder verrückt. Sag mal, warum eigentlich nur bei Aufnahmen? Ansonsten läuft immer alles flüssig. Also auch im Hals und so. Und Stresstests habe ich ebenfalls vollführt. Und CPU scheint zu laufen. Die Bluescreens, die ich hatte, waren ein Clock-Watchdog-Timeout, was an sich von Übertaktungen kommen kann. Das Problem ist, ich übertakte nicht. Das muss irgendeine andere Ursache haben. Und ja, die Bluescreens waren dann von hier auf da einfach weg. Dafür habe ich jetzt diese Freezes. Eine Zeit lang dachte ich auch, dass diese Freezes mit der neuen Windows-Version zu tun haben. Das ist ein etwa 2 Monate alter Fehler. Und die Freezes, die dort beschrieben werden, sind nahezu genau die gleichen, die ich auch habe. Ja, aber im Endeffekt habe ich mal alle Problemlösungen probiert, die es dort gibt, und ich habe diese Freezes immer noch. Aber ich habe es trotzdem mal gemacht. Ich habe einfach mal Windows nochmal komplett neu drüber installiert. Ich habe das System noch nicht komplett neu aufgesetzt. Ich habe es bis jetzt nur drüber installiert, um ein bisschen vorzubeugen, dass es Systemfehler sein können. Mittlerweile weiß ich schon echt nicht mehr, was ich ansonsten machen soll, außer das System nochmal komplett neu draufzuschmeißen. Und ja, wie schaut dieser Freeze nun aus? Ich möchte ja an der Stelle schon mal sagen, ich habe heute Crusader Extreme aufgenommen. Nach den ersten 10 Minuten ist es abgeschmiert. Von daher habe ich die Aufnahme heute sein lassen. Es kann gut sein, dass morgen vielleicht gar kein Video kommt. Und ich hoffe, ihr versteht auch, dass ich derzeit nicht so motiviert bin, aufzunehmen, wenn die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch ist, dass mir der PC einfach während der Aufnahme abschmiert und alles für einen Anus ist. Das ist einfach sehr, sehr unangenehm. Und ich frage mich echt, was diese Krise jetzt ausgelöst hat, weil jetzt, ich habe meinen neuen PC seit 9 Monaten und seitdem lief alles geschmeidig. Und von einem aufs andere Mal, zack, es hat mit diesen Bluescreens angefangen. Dann habe ich nach diesen Bluescreens die Treiber aktualisiert und dann fingen diese Freezes an. Man könnte jetzt sagen, vielleicht haben die Bluescreens irgendwas kaputt gemacht. Vielleicht auch irgendwas in der Hardware. Ich habe jetzt soweit alles gecheckt und es scheint alles in Ordnung zu sein, aber man kann nie hundertprozentig sicher sein. Ich muss jetzt tatsächlich die folgenden Tage mal Fehlerdiagnose machen und mal Stück für Stück die Hardware austauschen.
Ich habe zum Glück noch meine alte Grafikkarte da, die kann ich mal kurz einsetzen, um zu schauen, ob es in der Grafikkarte liegt. RAM habe ich auch noch welchen da, kann ich gucken, ob es am RAM liegt. CPU kann ich leider nicht austauschen, weil meine alte CPU nicht mit dem neuen Motherboard kompatibel ist. CPU war eine lange Zeit auch meine Vermutung, aber ich bin mir derzeit wirklich sehr, sehr unsicher. Weil ich habe die jetzt lange gestresstestet und es lief absolut wunderbar. Außerdem, ein i7-Prozessor hat eine viel, viel längere Lebenszeit als 9 Monate und die sind unglaublich robust im Prinzip. Und ja, wie geht's nun weiter? Ich kann es wirklich nicht sagen. Mit Glück kommen morgen oder übermorgen schon wieder endlich mal Folgen. Auch mehr. Also auch immer endlich wieder Total War Warhammer. Aber die ganzen letzten Tage waren immer so ein Hoch und Runter. Immer wenn ich dachte, jetzt habe ich das Problem gelöst und 4 bis 5 Stunden kam kein Freeze mehr, zack, kam es rein, voll der Schlag ins Gesicht. Das Problem ist ja, ich kann diese Freezes nicht erzwingen. Die kommen zu jeder Gelegenheit. Wenn ich renne, können sie kommen. Wenn ich irgendwas mache, was Leistung fordert, können sie kommen. Wenn ich gar nichts mache und der PC im totalen Ruhezustand ist, können die Freezes auch kommen. Ich muss gerade mal hier. Upsa. Lalalala. Okay, läuft noch. Ich beschreibe euch gleich mal, wie die Freezes funktionieren. Auf jeden Fall, die können in jeder möglichen Situation kommen, auch im Ruhezustand. Von daher ist es überhaupt nicht einsehbar, wann die kommen und wie man sie herausprovozieren kann. Von daher ist die einzige Möglichkeit zu gucken, ob die Freezes nicht da sind, den PC mehrere Stunden laufen zu lassen und zu gucken, ob es freest oder nicht. Und das dauert eben. Und bis das Problem nicht wirklich gelöst ist, ich hoffe, ihr versteht, dass es mit Aufnahmen relativ doof ist. Und ja, wie schauen diese Freezes aus? Es ist kein hundertprozentiger Freeze. So etwas in dieser Art habe ich auch selten gesehen. Es ist so ähnlich wie die Freezes, die beschrieben werden wegen diesem Windows 10 Update. Von daher dachte ich sehr lange, dass es damit zu tun hat. Aber komischerweise kommt dieses Problem erst 2 Monate nach dem Update. Von daher bin ich da auch nicht sicher. Die Freezes laufen so ab, dass ich meine Maus tatsächlich noch bewegen kann. Der Auswahlrand um die Icons erscheint nicht mehr. Daran merkt man es hauptsächlich, dass es jetzt wieder abgeschmiert ist. Im Grunde kann ich meine Maus noch bewegen und ich kann grundsätzlich zwischen Ordnern und Programmen noch hin und her switchen. Aber alles ist eingefroren. Es ist wie ein Koma-Zustand. Der PC ist nicht hundertprozentig tot, aber lebendig würde ich das auch nicht unbedingt nennen, den Zustand. Es ist wirklich so, alles friert ein. Alles, was hier irgendwie etwas macht. Alle Anwendungen frieren komplett ein, alle Renderprozesse frieren ein, alle Up- und Downloads frieren komplett ein und im Prinzip kann man auch nichts mehr machen. STRG alt entfernen funktioniert nicht mehr und direktes Runterfahren funktioniert ebenso nicht mehr. Ende vom Lied ist tatsächlich, ich muss den PC einfach per Notausschaltknopf nochmal aus- und anschalten und mit Pech friert er dann sogar beim Neustart wieder ein. Ich habe derzeit richtig üble Probleme und ich habe alles Mögliche schon gecheckt und gemacht und weiß nicht, woran es liegt. Derzeit unterhalte ich mich gerade mit einem alten Kumpel, der sich sehr gut auskennt in dem Bereich und wir gehen jetzt auch mal zusammen ein bisschen durch, was es denn noch sein könnte. Eventuell könnte auch ein komplett neu aufsetzen vom System helfen. Aber gut, nun wisst ihr in etwa, was das Problem ist. Und mir ist jetzt auch vor kurzem wieder eine Aufnahme abgeschmiert. Ich wollte, wie gesagt, Stronghold Crusader Extreme heute aufnehmen. Sollte also morgen überhaupt nichts von meinem Kanal kommen. Hab bitte Verständnis dafür. Ich habe alles versucht, was geht. Und bin mit meinen Nerven schon ein bisschen blank, was das Ganze angeht. Und ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt, was Sache ist. Weil es haben jetzt schon viele gefragt, wie es jetzt ausschaut mit Total War Warhammer und so. Und ich hoffe, dass sich das bald behebt. Ich hoffe es wirklich sehr, auch für meine Nerven. Und bis dahin, ja, woran erkennt ihr, dass das Problem behoben ist? Ganz einfach, es kommen wieder Videos. Und ich sage in meinen Videos, dass ich mich total freue und alles der Vergangenheit angehört. Ich hoffe, dass es soweit kommt. Okay, alles klar, dann wisst ihr jetzt alle Bescheid. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze. Und falls der ein oder andere vielleicht noch einen Tipp hat und mal was Ähnliches hatte und weiß, woran das sonst noch liegen könnte, außer dem, was ich schon aufgezählt habe, kann auch sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich plackere mich jetzt schon seit so circa 5 Tagen damit rum und zwar sehr lange und intensiv. Ich habe mich in den letzten 5 Tagen mehr mit PCs, mehr mit Hardware beschäftigt als in meinem gesamten Leben davor, glaube ich so, insgesamt hochgerechnet. Aber gut, dann. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei Let's Plays, wenn alles wieder läuft. Bis dahin ein bisschen Geduld bitte noch. Okay, dann bis zu anderen Projekten. Bye bye.